Grüezi miteinander, ich bin Daphne Coulet, bin 27 Jahre alt, komme ursprünglich aus Frankreich und ich spiele Harfe am Sinfonieorchester St. Gallen. Ich bin ungefähr schon seit 20 Jahren mit der Harfe beschäftigt. Ich hatte zuerst Klavier gespielt und mit 7 habe ich mich dann doch entschieden, was anderes zu lernen. Und ich wollte unbedingt ein großes Instrument haben. Und als ich die Harfe zum ersten Mal gesehen habe, mir war das ganz klar. Ich hatte voll Lust und ich wollte unbedingt Harfe lernen. Die Harfe gehört zu den Saiteninstrumenten und ich werde heute über diese Harfe erzählen. Das ist die Konzertharfe, was man auch im Orchester sehen kann. Die Konzertharfe hat 47 Saiten. Sie hat auch 7 Pedalen. Je die Saite kürzer wird, desto höher der Ton wird klingen. Und wenn man in die andere Richtung schaut, je dicker und länger die Saite ist, desto tiefer klingt der Ton. Die Farben helfen mir nur, um zu erkennen, was ich für einen Ton spiele. Die roten Saiten sind C. Und die schwarzen Saiten sind F. Wenn man einen ganz normalen Tonleiter spielen würde, dann geht man aufwärts C, D, E, F, G, A, H und C. Jede Saite hat 3 Tonhöhemöglichkeiten und da kommen meine Pedalen ins Spiel. Wenn ich zum Beispiel ein C spielen möchte, ein C-Saite, die gleiche Saite kann auch einen Halbton tiefer klingen. Noch ein Halbton höher. Das mache ich alles mit meinen Füßen. Wenn die Pedalen hochgestellt sind, klingt die Saite am tiefsten, da die Spannung am wenigsten ist. Dann klingt das nach Cess. Wenn ich einmal die Pedale trete, dann passiert bei der Mechanik eine Drehung und die Spannung von der Saite wird ein bisschen stärker. Dadurch wird die Saite ein bisschen höher klingen. Wenn ich nochmal die Pedale runterstelle, dann bekomme ich noch einen Halbton höher, weil die Gabel noch weiter die Saite dreht. Ich habe 7 Pedale insgesamt, das heißt, jeder Pedal gehört zum einen Ton. Ich hatte gerade eben mit C gezeigt, wenn ich die Pedale anders trete, das heißt eigentlich, dass alle C gleichzeitig geändert sind. Bei der Sache ist es ziemlich wichtig, ein gutes Fußgefühl zu haben, damit man die richtige Pedal in der richtigen Zeitpunkt dreht. Das war's mit der Erklärung. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen von euch beantworten. Als Verabschiedungsmusik habe ich mich was Besonderes ausgesucht, und zwar Ende April hätten wir unsere 9. Tonhalle-Konzert gehabt. Wir hätten Ravels Klavierkonzert gespielt und da gibt es ein schönes Harfensolo. Aber noch möchte ich meinen lieben Kollegen ganz herzlich grüßen, sowie unser wunderschönes Publikum. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleibt gesund et à bientôt.